So. Noch mehr Kokos. Fleisch. Ist das gleich mal. Potion of Resurrection. Das ist was Schönes. Und da liegt noch ein Goldschlüssel. Okay. Zwei Goldschlüssel. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da geht es nur wieder hoch. Habe ich hier alles abgekundschaftet? Da kann man ganz runterfallen. Okay. In welchem Gebiet bin ich jetzt eigentlich? Crystal Mine Core. Kraut. Ah, ein Heilpilz. Sehr schön. Hier sieht aber nichts so aus, als ob es hölzern wäre, wo ich was anklicken könnte. Ne, hier war nur die Resurrection Potion und der goldene Schlüssel. Oh, sehr nice. So. Nur der Mutige. Nein, das hat's nicht gebracht. Da drüben ist eine Druckplatte. Versuchen wir es mal mit der. Au. Das war auch nicht das, was ich wollte. Bei meinem Glück ist jetzt... Au. Wollte ich gerade sagen, ist jetzt hier alles offen, aber hier scheint immer noch alles zu sein. Okay. Ich sehe es ein, wir haben total Verletzte und Schnecken und alles. Du bist noch deaktiv, also müssen wir kurz rasten. Verhungern. Speichern. Am besten über den alten Spielstand drüber. Jupp. So. Neues Licht machen. Ach, diesmal habe ich rechtzeitig gemerkt, dass es ausgefallen ist. Okay. Das war jetzt definitiv falsch. Das war mehr als nur falsch. So. So. Nächster Versuch. Muss ich etwa den Feuerball abkriegen? Ja, muss ich. Okay. Das war der Inselmeister. Der war ein Mensch. Okay. So. Ach nö, oder?
Muss das wirklich sein? So. Ups. Das war jetzt wieder schlecht. So. Einmal wieder nach oben, bitte. Sind irgendwelche Spinnen rausgekommen? Sollte ich jetzt gleich mal rausfinden. Sieht eigentlich so aus, als ob welche rausgekommen wären. Aber ich sehe sie nicht. Die werden ja kaum darunter gefallen sein. Hier sind sie auch nirgends. Die können ja jetzt frei rumkrabbeln, wie sie wollen. Das sind, glaube ich, 4 Stück. Okay, dann nochmal das Ganze. Ah. Wow. So. So. Nein, so ausweichen. Und jetzt? Jetzt geht hierzu, okay. Okay, wir machen hier Last Man Standing. Am besten. Okay, 2 sind schon mal weg. Du trinkst. Ja, auf jeden Fall noch eine mindestens rumlatschen. Kristallboots, sehr schön. Wow, das gibt dir mal einen dicken Bonus. So. Also das nehme ich mal jetzt einen Rüstungsbonus. Aua. Wieder poisoned. So. Trinken, essen. Das kann aber doch noch nicht alles gewesen sein. Meteoritensturm. 5 Feuer, 3 Luft. Und entfachten Haufen Meteoriten. Das hätte ich in der Wüste gut gebrauchen können. Hä? So, wie viele Teile fehlen mir noch hier? 2. Und hier ein Teil. Also ja, ich sag schon mal jetzt voraus, für den Fall, dass ich nicht alle Teile finde. Also wenn wir kurz vor dem Ende sind, dürft ihr so in den letzten Folgen mir dann Tipps geben, wo ich die letzten Teile finde. Was zum? Ich kann da irgendwas machen. Ich sehe dahinter eine Tür, also einen Weg weiter. Wie geht der bitte auf? So nicht.
Du isst mal was. Warum ist hier ein Weg eingezeichnet? Warum kann ich diese Wand verändern? Hier ist auf jeden Fall ein Weg. Und hier sieht man auch noch das, was da ist. Ja, ich gucke gerade, ob ich hier noch was sehe, wie ich hier hinkomme. Weil hier sind ja auch noch Gebiete. Hier hinter war eine Truhe versteckt. Hinter dieser Massenmörderfalle. Hier ist aber nirgendwo etwas, was aussieht, als ob man es drücken könnte. Hier ist kein Schalter. Die Kette kann ich gar nicht ziehen. Das kann ich auch nicht drücken. Das auch nicht. Nö. Nö. Und hier am Rahmen selber ist auch nichts Drückbares. Hier sind noch ein paar Hölzer. Bin ich noch hier drin? Nein, ich bin schon längst wieder draußen. Nee. Am Altar ist auch nichts, was man drücken könnte. Und hier ist auch nichts. Ich habe vergessen, da drin zu gucken. So. Hier sind noch Holzdinger, an denen was sein könnte. Da ist die Spuckapparatur. Nein, nein. Nein, nein. Und das war's auch schon. Okay. Hier war ja auch nichts mehr, gell? Der Kristall, der sieht so aus, als ob man ihn mit der Spitzhacke rausbrechen könnte. Licht? Nö, kann man nicht. Das wäre richtig, richtig cool gewesen, wenn sowas möglich wäre. Aber ist es leider nicht. Okay, das heißt, da ich nicht weiß, wie man da reinkommt... ja. Vielleicht mache ich aus diesem Run einen 100% Run. Das habe ich mir auch schon überlegt. Also, dass ich versuche, beide Enden zu zeigen irgendwie. Ich hoffe mal, die Spielstände werden nicht einfach gelöscht, nachdem ich das Spiel beendet habe. Dass ich mal versuche, beide Enden zu zeigen und auch einen 100% Run draus zu machen. Und für den 100% Run würde ich mich über Tipps freuen. Aber halt nur, wenn wir dann bei den 100% Run sind. So, hier lang. Jetzt müssen wir nämlich wieder hier in die Minen rein. Ja. Ich will noch mal kurz hier rüber gucken. Hier sehen wir, glaube ich, den blauen Kristall da hinten. Und nee, den Power Gem sehen wir hier leider nicht. Okay. Den Power Gem sehen wir, glaube ich, von hier aus irgendwo. Hier ist ja nichts. Genau, da ist der Power Gem. Und da kommen wir wahrscheinlich an ihn ran. Das wollte ich nicht. Ich muss schon eins vor. Die Tür ist verschlossen. Du bist eingeeist.
Das ist gut. Wow, das ist nicht so gut. Ah, wenn ihr uns benebelt.